Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal was total anderes. Ich bin hier gerade auf dem Community-Treff von den Survival Masters. Das wird heute das größte E-Scooter-Treffen, vielleicht in komplett Europa, man weiß es nicht. Deutschland auf jeden Fall. Also sollen hier circa 200 Leute auftauchen. Ich war eben schon schauen gewesen. Ist schon richtig was los. Ja, ich bin hier heute mit meinem E-Bike unterwegs. Ich bin echt mal gespannt, sind alle Scooter hier. Ich glaube, ich bin der Einzige mit einem E-Bike hier heute. Ja, schade, ich dachte, da kommen mehr, aber mal schauen. Vielleicht kommen noch welche, der Tag ist noch lang. Gleich soll erstmal eine Ausfahrt kommen und ich würde mich hier erstmal umschauen, wer alles so da ist und wie die Stimmung so ist. Leute, hier sind alle aufgereiht, es sind aber glaube ich mehr als 200 Leute hier, bestimmt. Krass. Sieht echt komisch aus, alles Roller hier, E-Scooter und ein einsames E-Bike hier. So, die Tour geht hier los. Krass, wie viele Leute hier sind. Hier ist ja noch ein Bike, aber ein Bio-Bike. Kann man mal überholen hier. Komm, Bunny Hop, die Kamera läuft. Wow. Hey. Krass.
Kilometer 9. Wir machen hier eine kleine Pause. Wir sind hier am Fähranleger. Aber ich glaube, da hätten auch keine 200 Scooter drauf gepasst. Ja, also landschaftsmäßig hier auf jeden Fall top. Ja, super ausgesucht die Tour hier. Schön am Rhein vorbei, an den Rheinauen, am Deich. Echt klasse, macht Spaß. Und ja, macht auch Spaß mit den ganzen Scootern mitzufahren. Ich komme hier gut mit dem E-Bike. Das klappt. Die Fähre legt hier gerade ab. Ich glaube, hier geht es gleich auch wieder weiter. Aber ich bin echt, echt überrascht, wie viele Iowaks hier heute da sind. Also Wahnsinn. Können wir mal eben hier ein bisschen schauen, was hier für Scooter stehen. Hier steht ein Iowak. Hier steht ein Iowak. Hier ist die ganze Iowak-Family. Iowak, 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 Iowak. Also hier sieht man andere Marken fast gar nicht. Ja, nur die Firma Iowak ist nicht da. Schade eigentlich, ja, ne? Genau. Man hätte ja so viele Fragen stellen können. Die beiden sind eine ganz andere Liga. Boah, richtig chillig hier am Rhein. Hier wird geangelt. Hier steht mein Bike. Da hinten sind die anderen. Aber ich denke, gleich geht es hier auch los mit der Tour wieder. Sind wir gleich wieder auf der Strecke. So, weiter geht's. Der Tross setzt sich hier wieder in Bewegung.
Kilometer 16, kleine Pause hier. Einige Akkus sind hier schon fast am Ende. Tja, dann heißt es nur noch schieben oder ziehen. Eben gab es die Wahl zwischen langer Route und kurzer Route für die, wo die Akkus schon ziemlich leer waren. Aber ja, hier mein E-Bike-Akku ist noch richtig voll, knallvoll, 100%. Ich würde sagen, können wir hier noch ein bisschen Stoff geben und die lange Strecke fahren. Ich genieße das hier heute richtig. Super Wetter auf einmal. Sonne kommt raus. Heute Morgen war es am Regnen gewesen, schon hier auf der Hinfahrt. Also, ja, echte krasse Änderungen jetzt auf jeden Fall. Ist auch warm geworden. Ja, super Tour auf jeden Fall. Macht mir Spaß bis jetzt. Ja, aber E-Bike finde ich doch ein bisschen besser als Roller. Ist mir ein bisschen zu passiv, aber macht ja trotzdem Spaß, hier mitzufahren. Er hat den ganzen Urwald hier vorne dran hängen. Wir sind jetzt hier wieder zurück im Parkhaus. Also die Tour war 21,9 Kilometer laut Komoot. Und mein Akku, der ist hier noch komplett voll, also quasi gar nichts verbraucht. Ja, war ziemlich einfach mit den Scootern mitzuhalten. Also ja, ich bin ja hier auf Vollpower gefahren heute. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht hier. Ja, zu meinem Rad. Also hier unten ist ein Barfangmotor eingebaut. 250 Watt hat der. Und dann hier ein Akku mit 720 Watt Kapazität. Ja, habe ich selber umgebaut. Ist ein ja, Rennrad oder Gravelbike von Triban und ja, ist sehr leicht, man kommt sehr weit und das mit gut Power. Okay, seid ihr bereit? Okay. 3, 2, 1, Vollgas! Der Tag neigt sich zu Ende bei den Survival Masters. Also eben waren noch einige sich da am Unterhalten in dem Parkhaus und wurden auch schon Grills angezündet. Ja, Stimmung war auf jeden Fall noch gut gewesen. Ich bin jetzt hier an der Rheinpromenade. Leute, was für eine Aussicht. Wahnsinn, lass den Tag hier nochmal Revue passieren. Also mir hat die Tour echt super gefallen. War schön gewesen, die Landschaft. Am Rhein vorbei, dann noch an dem See vorbei. Viele, die mitgefahren sind, haben auch immer gesagt, wie toll das hier ist. Also hat mir echt gefallen. Ja, ich bin heute da gewesen, weil ich die Survival Masters auch schon länger schaue. Machen immer gute E-Bike-Vorstellungen, auch die E-Scooter-Vorstellungen. Finde ich gut. Ja, ich interessiere mich für die E-Technik. Geht ja immer weiter, ist ja auch Zukunftsmarkt, kann man sagen. Und ja, ich kann nur sagen, jeder, der dort mitfahren will, kann auch mitfahren. Ich war leider der Einzige mit einem E-Bike da gewesen, aber ja, war nicht schlimm. Ich konnte gut mitziehen auf jeden Fall, das war kein Thema gewesen. Ja, und damit würde ich sagen, ich bin auch hier raus. Nochmal mit dem Blick hier vom Rhein und sage dann bis zum nächsten Video. Ciao!